So, liebe Leute, willkommen zurück. Euer Van Bergen ist wieder am Mikrofon. Wir sind wieder mittendrin in EU4. Die Freude in der letzten Folge war ja unglaublich. Unseren neuen Thronfolger. Ich versuche mal zum Start der Folgen ja immer noch so ein bisschen Feedback zu geben, was in den letzten Folgen passiert ist. 653 heißt William the Great Lancaster. Und er schickt sich an, einer der größten Herrscher Englands aller Zeiten zu werden. Herrlich. Sehr schön. Wir werden jetzt gucken, was passiert, die nächsten Folgen, die nächsten Stunden und Minuten. In der Folge würde ich ganz gerne dann auch mal den Weg Richtung Granada wagen. Aber erstmal machen wir die Geschichte hier oben weiter und gucken mal der Aufstieg einer Dynastie. So, da die letzte Schlacht nun gewonnen wurde, ist der Rosenkrieg, so wird man ihn in Zukunft nennen, zu Ende. Wir müssen nun entscheiden, wie wir vorgehen wollen. Um unsere Position in der Heimat und im Ausland zu stärken, selbst jetzt gibt es Gerüchte über potenzielle Usurpatoren, einschließlich der Rückkehr des ehrgeizigen Henry Tudor. Die Tudors, ja, die waren ja richtig heiß. Aus dem Exil. Es mag daher vernünftig sein, unsere beiden Häuser durch eine Ehebündnis wieder zu versöhnen. Das sind Rebellen ohne Ende, bis 57, das sind 5 Jahre. Damit kann man umgehen. Oder wir bekommen nochmal Stabilität und Henry Tudor mit einem starken Anspruch wird neuer Erbe. 3-4-2, aber diesen Erben, den wir haben, William the Great Lancaster, der muss bleiben. Hier nehme ich die Unruhe gerne in Kauf, das sind 5 Jahre. Damit können wir umgehen und wir können es ja beobachten bei den Rebellenfraktionen, was passiert. Es wird niemals Friede, Freude, Eierkuchen geben. Das ist der eine Weg ist der sanfte, dass man die Rebellen vertreibt und der andere ist mehr oder weniger der geschicktere, finde ich. So, Kredit, ja, nochmal 190 Dukaten aufgenommen, das stört uns ja nicht wirklich. Wie sehen denn unsere Finanzen aus? 2 Dukaten nehmen momentan ein, Festungsunterhalt, Armee und Flotte. So, wie sieht's denn aus mit den Machtpunkten, das ist mal interessant. Sieht gut aus, wenn ich unter 60 droppe, dann beleidige ich Burgund. Hatte ich Burgund noch als Gegner? Nee, ich hatte Aragon. Aragon, genau. So, wir lassen ein bisschen weiterlaufen, wir beschleunigen das mal, dass wir hier in Irland fertig werden. Wo habe ich denn jetzt Ansprüche noch? Da oben. Nehme ich mir noch erst als da? Ne, das hole ich mir später. Das ist jetzt nicht so wichtig. Ich will es halt auch nicht den Schotten geben. Das ist auch wieder so ein Punkt. Und ich möchte auch die aggressive Expansion eigentlich ein bisschen geringer halten. 58. Wir droppen hier nicht wirklich runter. Auf dem Festland. Burgund ist bei 58. Das ist ein bisschen viel. Frankreich, Burgund, Bretagne. Das ist schon eine kleine Koalition. Schottland 29. Bislang haben wir denn Frieden mit Frankreich? Bis 62. 10 Jahre, okay. Ulster führt halt gerade Krieg gegen Tyrone. Oh, was habe ich denn gemacht letzte Folge? Brauche ich nicht. Provence. Da haben wir einen Exkommunikationskriegsgrund. Dann lieber hier. Hier geht's nicht, dann lieber Aragon. Da haben wir nämlich keinen Kriegsgrund. So, ansonsten in der Zeit, Beziehungen müssen wir aufbauen. Österreich wird noch interessant. Stirbt der König von Burgund? Das ist interessant. Soll uns nicht weiter stören, wenn Österreich Burgund erbt. Ist jetzt nicht so prickelnd, aber auch nicht wirklich schlimm, weil es ja sowieso später kritisch wird, ne, mit den Holländern. Aber die Holländer sind halt eine, wie sagt man, eine Kolonialmacht, auf die ich nicht wirklich Lust habe. Die sind wirklich schwierig zu bekriegen, weil man immer mit dem Heiligen Römischen Reich in Konflikt gerät. So. Kommt mal durch da, Castille. Mach mal ein bisschen Gas. In Ordnung. Prestige sieht sehr gut aus. Legitimität ist wunderbar. Machtpunkte sind super. Geld holen wir jetzt. Und das passt eigentlich alles. Ich überlege jetzt gerade, mache ich jetzt noch das mit Alster? Ich glaube bald. Ich will es halt nicht den Schotten geben. Das ist halt wirklich nervig, wenn die Schotten da weiter expandieren. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich will die Schotten da oben lassen in ihrem felsigen Territorium. So, Rebellen sieht sehr gut aus. Nur noch die Franzosen haben wir. Die anderen sind alle schon verschwunden. So, sehr schön. Wir bleiben dabei. Kanaf werden wir bloß das Geld klauen. Was haben sie denn? 116 Dukaten.
Und die Kriegsreparation bringt uns noch ein bisschen Geld ein. Sehr schön. Und in Kildare werden wir Korn. Aber das geben wir auch noch mal den Jungs aus Lannister. Okay. Das passt. Machen wir gleich, wenn der Berater zurück ist. Oder Diplomat. Berater sind ja die anderen Kollegen. Das verwechsel ich immer. 140 Dukaten. Sehr schön. Gut, Kriegsreparation gibt es keine. Bisschen aggressive Expansion. Sehr schön. So, dann haben wir Alster. Machen wir die noch schnell, würde ich sagen. Machen wir die noch schnell fertig. Dann sind wir hier auch ganz durch. Lannister stellt sich dahin. Okay, das nehmen wir dann für uns. Das kommen wir dann selber. In Ordnung. Kredit gleich wieder zurückzahlen. Und wir können, oh ja, auf die 4 gehen. Wir haben ja schon Tech-Malus 2%, aber günstiger wird es dann auch jetzt nicht. Auf minus 10% kommen wir nicht. Und in der Zeit geht es noch höher, deswegen 583 macht. Muss man jetzt bezahlen. Ich versuche immer unter 600 zu bleiben, aber das wird im späteren Verlauf auch nicht so einfach sein. Müssen wir mal gucken, wie es weitergeht. So. Okay. Das gefällt mir. Ich nehme mal noch, ich habe noch ein bisschen Söldner hier. Ich stelle mal noch einen Söldner drauf, genau, deswegen. Ach, das ist jetzt blöd, dass ihr da runter geht. Dann stellen wir uns dahin. Ich will halt nicht so viele Männer verlieren. Ich will während der Belagerungen der kleinen irischen Provinzen weiter aufbauen. Okay. Das ging schnell. Ah ja, klar, war ja auch kein, ist ja auch kein, keine Festung drin. So, haben wir alles eingenommen. Wunderbar. Dann können wir langsam anfangen. Wie sieht es mit dem Geld aus? Wir nehmen 3 Dukaten jeden Monat ein. Sehr schön. So, was haben wir denn hier? Antiklerikalismus. Erhalten 58 Dukaten. Lokale Autonomie in Covid entfernt. Die Bürger verlieren Loyalität. Da müssen wir Prestige bezahlen. Ja, ist in Ordnung. Ja. Nehme ich das Geld mit. Das müssen wir jetzt hier über die Stände. Gucken wir doch mal. Also, wir können uns beim Klerus dann was holen. Wir werden jetzt diplomatische... Hier, genau. Monopolcharter, ne? 5 Prestige. Und dann kriegen wir unsere Loyalität wieder. Und hier können wir jetzt 100 administrative Macht abholen. Sehr schön. Können wir auch gebrauchen. Das sind ja alles Elemente der DLCs, ne? Muss man ja ganz klar sagen. Haben wir hier... Oh, sehr schön. Anspruch in Bretagne. Das haben wir dann auch durch. So, jetzt werde ich mal ein bisschen Beziehungen aufbauen. Österreich, wie sieht es denn hier aus? Kastilien 107, okay. Österreich, fangen wir mal an, ne? Ein bisschen die Beziehungen mal auf 200 zu kriegen. Dass das auch alles stabil bleibt, wie ich mir das vorstelle. Es geht zu schnell. Ich spiele doch wieder mal auf 3. Lange Zeit habe ich immer auf 4 gespielt. Ich spiele auch eigentlich privat. Ich sage immer privat, aber die eigenen Spielstände, die ich jetzt nicht aufnehme. Jetzt spiele ich ja auch privat. Ich nehme es bloß auf. Spiele ich immer auf 4 oder 5. Aber da lässt sich wirklich... da gehen viele Moves, gehen da wirklich verloren. Die man machen könnte in der Zeit. Durch die Überlegung. Man muss halt... Und das hat jemand geschrieben in der ersten Folge. Mensch, das sieht ja aus wie Risiko. Das Spiel ist eigentlich auch wie Risiko. Man könnte... Die Zeit ist zwar fortlaufend, sind keine Züge. Aber man kann viele Elemente machen. Zum Beispiel jetzt den Anspruch schon mal durchdrücken in Navarra. Und dann haben wir schon mal einen Kriegsgrund mehr. Und dann müssen wir uns mal überlegen, wo wir die nächsten machen. Wo die nächsten Ansätze sind. Burgund. Man kann sich einen Anspruch geben mit Burgund oder gegen Burgund mal festmachen. Wer weiß, was passiert. Lieber haben wir einen. Aber wir haben sowieso, glaube ich, hier. Ja, da haben wir. Okay, das lohnt sich nicht. Da haben wir ja durch diesen Allgemeinkriegsgrund. So, das ist hier oben dann gleich durch. Dann können wir anfangen, unsere Schiffe nach, oder unsere Einheiten nach Iberien zu schicken. Wir schicken uns jetzt an, Granada zu bearbeiten. Ganz wichtig. Ich würde dann gegen Granada vielleicht mal auf Nummer sicher gehen und unsere große Flotte noch rausholen. Ah, 5 Dukaten haben wir gerade.
Die kosten uns 2,5 extra. Okay, wir nehmen unsere große Flotte wieder in Betrieb. Das dauert ja auch immer ein paar Monate, bis die wieder aufgefüllt ist. Muss man sich genau überlegen, ne, wie lange man diese Schiffe zurückhält. Wenn man gegen große Nationen kämpft, braucht man sie. Oder große Nationen, die auf See vertreten sind. Gegen kleine Nationen wie jetzt die Iren, da braucht man das nicht, ne? Das ist unnötig. Aber wir können, weil wir ein bisschen Geld haben, können wir noch ein bisschen ausbauen. Ich nehme nochmal 2 Bark, eine Galeere und nochmal 2 Koggen. Es ist nicht so schlecht, wenn man da ein bisschen breiter aufgestellt ist. Sehr schön. Okay, jetzt muss ich gerade überlegen. Jetzt haben wir das gemacht. So, einen noch nach Kastilien. Beziehungen aufbauen. Zwar nicht jetzt so extrem wichtig, aber auch nicht schlecht, wenn wir es machen. Wie sieht's aus mit den Männern? Bauen wir gerade auf oder bauen wir ab? Wir gucken mal ganz kurz, ob wir so viel Verschleiß haben. Oh nö, Ermordung Adliger. 15 Legitimität. Dann landen wir bei 85. 50 Administrativ brauche ich aber auch die 50 Admin. Ich nehme jetzt mal Legitimität. So, den Verschleiß sieht man ja auch hier immer. Bisher haben wir fast 1000 Mann verloren. Ne, wir haben nur 500 verloren. Das war auch die Schlacht, die wir geführt haben. Also sieht es momentan, glaube ich, gut aus. So, Burgund. Burgund macht jetzt den Exkommunikationskrieg gegen Provence. Da können wir uns jetzt nicht einmischen. Schade. Hätte ich auch gerne gemacht, aber wir haben ja ganz andere Sorgen. So, wir sind unter 59 gefallen. Sobald wir aus dem Krieg raus sind, weil im Krieg können wir keine Beleidigungen aussprechen oder nicht sinnvoll. Sobald wir hier mit Alster fertig sind, sagen wir Bescheid. So. Das ist ja gleich durch, ne? Das werden wir jetzt für uns selber nehmen, dass wir nicht alles hier Lannister geben. Wie gesagt, wir müssen uns ja auch noch ein bisschen erweitern. Das dürfen wir nicht vernachlässigen. Britannien möchte durch. Ja, ich hätte es lieber gesehen, wenn Burgund Frankreich den Krieg erklärt hätte. Hätte uns mehr in die Karten gespielt als Provence. Aber es ist jetzt auch nicht so schlimm, mein Gott. Wie sieht denn die aggressive Expansion aus bei Burgund? 59, naja. Kriegen wir jetzt nicht so schnell runter, aber es geht schon. So. Na, durch da, Jungs. Es fehlt nicht mehr viel. Okay. Wie viele Einheiten belagern das denn von den 3000? Das reicht. Dass wir dann zügig gleich in den nächsten Krieg übergehen, ne? Dass wir gar nicht lange rumalbern. Schiffe haben sie auch noch, sehr schön. Die zerlegen wir gleich, wenn sie nicht aufpassen. Okay, sie haben aufgepasst. So, Rebellen habe ich auch im Auge, sieht gut aus. Und die nächsten und die großen Rivalitäten, die wir hatten, laufen eh in 3 Jahren aus. Von daher, alle Entscheidungen bisher würde ich sagen, vollkommen korrekt und richtig. Wir müssen jetzt nur aufpassen bei dem Krieg gegen Granada. Da würde ich ganz gerne nochmal ein bisschen Fokus setzen, wohin wir müssen. So, wer ist denn da? Thronfolge und kämpfte Nachfolge. Nix für uns, okay. Kein Problem. So, mein Kaffee ist schon wieder leer. Oh, die Folge. Naja, gut, die Folge machen wir noch. Schade, dass der Kaffee jetzt leer gegangen ist. So, da sind wir. Nicht zu eng zusammenlaufen, ne, ist klar. Wegen Verschleiß. Den will ich halt wirklich versuchen zu umgehen. Wenn nämlich, weil die wenigsten Provinzen können mittlerweile 30.000 Mann und versorgen. Ihr seht hier, Versorgungslimit 15, 15, 18, 18. Deswegen die Einheiten versuchen wirklich einzeln laufen zu lassen, ihre eigenen Wege. Dass wir, wie gesagt, den Verschleiß vermeiden und auch während der Kriege wirklich Männer aufbauen, ne? Statt immer noch zu verlieren. Also später ist es dann nicht mehr so wichtig. Da haben wir dann genügend Aufbau. Jetzt am Anfang ist es dann doch schon interessant, das ein bisschen zusammenzuhalten, was wir haben. So, Rebellen, französische Nationalisten, in Ordnung. Die Schiffe, die großen Schiffe. Das ist die Machtprojektionsgeschichte. Ich könnte jetzt auch noch, warte mal, Moment, ich könnte nach Genua welche schicken. Habe ich Freunde hier?
Wer handelt denn in Genua? Ich glaube, ich kann die aber schlecht versorgen in Genua, ne? Aragon? Genua? Frankreich? Provence? Florenz? Lucca? Sehr schön. Das machen wir, liebe Leute. Wir haben noch eine Flotte. Eine flotte Flotte. Und zwar, was machen die? Was macht die Flotte, die 4? Schützt den Umschlagplatz Lübeck. Komm mal zurück, bitte. So, wir sind durch. Freibeutermission entsenden nach Genua. Das dürfte uns jetzt auch nochmal Punkte geben, weil wir Frankreich und Aragon Handel abknüpfen. Ja, das sind 2 Punkte gewesen. Handelsschützen in Ärmelkanal. Ne, wo war der? Lübeck waren die, ne? Ja. So, das bleibt weiter bestehen. Da haben wir eine kleine Schlacht, die nicht so cool ist. Haben wir das Schiffe? Aber wir gewinnen das anscheinend. Ne, wir machen. Ich will denn die Schlacht nicht führen. Ja, die führen wir jetzt trotzdem. Mann, ich will keine Schiffe verlieren. Es ärgert mich immer, wenn ich unnötigerweise Schiffe verliere. Was haben sie denn da? 2 noch? So, 1 Schiff noch. Komm, macht's weg. Jetzt kommt alles auf einmal. Das war's. Das hätten sie auch helfen können, ne? Jetzt sind wir 5. Ah, hätten sie mal ein bisschen früher kommen können, die Jungs von Lannister. Sehr schön. So, die Flotte ist auch durch. Die schicken wir da runter. Die Jungs brauchen wir nicht mehr. Die können wir unten ausheben, wenn wir sie brauchen. Der Friedensvertrag beinhaltet beide Provinzen. Das sind nur 11 Punkte. Nehme ich nur das oder nehme ich beides? Es sind schon, wenn immer mehr, ne? Es ist Frankreich, es ist Münster, Bretagne, Burgund, Provence und Connacht. Und keiner dieser Kollegen fällt runter. Dann nehme ich das. Ich nehme das eine. Nimm das Geld und lass mir noch die Kriegsreparation überweisen. Ich gehe ein bisschen vorsichtiger. Die eine Provinz, ob wir sie jetzt nehmen oder 10, 15 Jahre später für Umme, ist jetzt auch egal, ne? Das macht es nicht aus. Mir geht es bloß darum, nicht, dass Schottland rübersetzt. Alster war mir dann ganz wichtig. Sie können zwar immer noch rübersetzen, sie könnten ja auch das hier kornen, aber hier gerade diese Meerenge, ne, in der irischen See, ist dann doch schon wertvoll. So, wir sind durch. 73 kostet mich das. In Ordnung. So, dann eine Debatte. Was haben wir denn da Tolles? Spionagenetzwerk? Naja, ist nicht schlecht. Mannstärke, kann ich mir eh nicht leisten, noch mehr Männer zu unterhalten. Der Unterhalt der Armee, das ist doch ist unser größter Kostenfaktor. Das ist gut, das machen wir. Das 30% haben wir, was müssen wir denn bezahlen? Armeetradition ist in Ordnung, wir führen Krieg gegen schwache Gegner. Marinetradition ist auch in Ordnung. Korruption ein bisschen, jupp, das ist super und das ist schon durch. Sieg, wunderbar. Jetzt zahlen wir 9 Dukaten. Wir gucken mal, nächsten Monat müsste es weniger sein. Waren es nicht eben auch schon 9 oder waren es 8? Ich mal gucken mal gleich. Ja, 10% ist schon viel. Gespart. Alster. Wenn es gekort ist, ist die Unruhe weg. Lassen wir es mal bei 40% Autonomie. Lassen wir mal laufen. Ja, das sind 2 Dukaten, die wir sparen. Sehr schön. Diese 2 Dukaten können wir investieren in einen diplomatischen Berater, dass wir da noch ein bisschen hochkommen, ne? Weil wir ja eine Beziehung zu viel haben. Und dann müssen wir es mal beobachten, die nächsten Tage, wie es weitergeht. So, die Schiffe sind fertig. Die wollte ich eigentlich nochmal zu der Flotte hinzufügen. Die beiden und die beiden. So, liebe Leute. Kurz Ruhe einkehren lassen, nochmal einen Monat warten, würde ich sagen. Situation beobachten. Situation sieht sehr gut aus. Wäre schön, wenn die Kastiletten rüberkommen würden wieder oder zurückkommen. Aber anscheinend kriegen sie sie nicht transportiert. Das ist immer blöd. Da ist die KI nicht immer so schlau, wie man sich das gerne wünschen würde. Muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt stehen da... Das ist ja schon der letzte Krieg gewesen. Oder der vorletzte. Der letzte war ja gegen Alster. Die stehen jetzt da schon 2 Jahre. Es wäre halt cooler, wenn ihr zurückkommen würdet.
fiele uns dann ein bisschen einfacher. So, im Krieg gegen Granada, wie sind denn da die Absicherungen? Marokko, sehr schön, perfekt. Das ist unsere Flotte, die bringen wir schon mal gleich hierher. Ich möchte ganz gerne Melilla unbedingt einnehmen. Also Melilla ist mir noch wichtiger als die Punkte hier in Granada. Das kann ich auch den Kastiletten geben. Gar kein Problem, aber sie kommen nicht zurück. Naja, gucken wir gleich mal. So. Das heißt, wir müssen irgendwie schnell rübersetzen, sobald... Ja, die Portugiesen machen das halt, ne? Das ist halt echt problematisch. Wir kommen wahrscheinlich nicht so schnell hin. Deswegen belagern werden wir hier ein bisschen anders. Eine hier, ein Söldner hier. Wir nehmen 3 Dukaten ein, Bombe. Nochmal Unterhalt. Und Steuereinnahmen, sehr schön. Können wir uns alles leisten, wunderbar. Okay, es ist der 1. Mai 55. Ja, jetzt vergehen die Jahre dann doch ein bisschen schneller. Diese kleinen Zwistigkeiten, ne, hier in Irland haben ein bisschen Zeit gekostet. Aber gut, alles noch im Rahmen, wie ich finde. So, Krieg erklären, ne, Kastilien hat ja sowieso die Mission. Haben sie die Mission eigentlich auch als... Ja, zum Abschluss führen, sehr schön. Die Mission kriegen sie aber nicht fertig, weil wir uns ja auch Land nehmen vielleicht. Vielleicht geben wir auch alles Kastilien, wir gucken mal. Wenn ich Melilla kriege, reicht mir das vollkommen. Da habe ich genügend Raum für weitere Ansprüche, das ist gar kein Problem. Dann macht es aber wirklich Sinn, wenn wir direkt Melilla belagern und nicht Granada. Ich will aber Granada belagern, nicht dass Portugal hier reinsetzt, weil Portugal hat nämlich auch Anspruch. Was man erstmal alles bedenken muss, ne? Unglaublich. So, wir warten kurz noch auf unsere Söldner, bis die da sind. Die 10 Tage haben wir noch. An was man hier alles denken muss. Platz 3 sind wir. Das wird noch ein bisschen runtergehen. Die Osmanen sind ja auf dem Vormarsch. Also noch können wir sie nicht intervenieren. Karaman und sowas werden sie alles einnehmen. Wie sind sie denn abgesichert? Ihre Bündnisse. Oh, mit Frankreich und mit Lemken. Interessant. Interessant. Halt mich fest. Wahnsinn. Wahnsinn. Aragon ist eine Großmacht. Frankreich, Moskau. Österreich ist gar keine Großmacht. Ist aber nicht schlecht, aber ist stark. Ne, durch das Kaisertum sind sie sehr stark. Oh, wir sind vor dem Osmanen, was die Entwicklung angeht. Ob wir das halten können, weiß ich noch nicht. Gucken wir dann. So. Wir sind ready for takeoff, würde ich sagen. Die Einheiten sind da. Nehmen wir Portugal mit. Sicher, wir nehmen Portugal sicherheitshalber mit, weil ich nicht weiß, ob die Kastiletten schnell genug hier rüberkommen. Wir machen jetzt einmal schnelles Ende. Mit den Jungs müssen wir uns hier draufstellen. Nicht, dass das die Portugiesen klauen. So, genau. Und durch diese Übermacht hier, 30.000 gegen 6.000, sollte die Armee auch sofort zerstört sein. Die Jungs sollten lieber nach Hause fahren, sonst gehen die nämlich jetzt drauf. Die gehen drauf. Ärgerlich. Ärgerlich, ich hab's gewusst. Naja, war nicht ganz so schlau. So. Jetzt wird's noch interessanter. Rüberkommen. Wie viele Männer haben wir drauf? 22 passen drauf. Sehr schön. Ganz wichtig, wir müssen Melilla belagern und der Rest ist dann durch. Alles andere ist nur Formsache. Komm schon, rüber. Bevor die Portugiesen da sind. Der Weg wäre zwar schneller gewesen über Keuta, aber ich bin jetzt übers Wasser gegangen. Wie Jesus. Alles klar. Wir haben alles belagert, was wir haben wollen. Wir lösen unsere Männer, unsere Armeen auf. Wir stellen uns hier nach Keuta. Dass wir nicht zu viel Verschleiß haben, ne? Das gleiche gilt hierfür. Wie viel brauchen wir hier? Oh, 9. Hier brauchen wir 9. Dann nehme ich aber lieber die Jungs. 10 haben wir. Ist eine zu viel. Hier brauchen wir keine 9. Hier brauchen wir nur 1. Alles klar. Sehr schön. Wir haben alles. Hier kann ich... 12 sind's. Ich nehme 2 Einheiten nämlich raus. Die stelle ich nach Cordoba. So, und die Frage ist, kommen sie jetzt rüber? Die stehen immer noch da oben. Ich hab's gewusst. Also manchmal kann man sich nicht drauf verlassen, wie intelligent die Kriegspartner sind. So. Sehr wichtig, sehr wichtig.
Marokko, mehr will ich von Marokko eigentlich gar nicht. Portugal kriegt ja sowieso nichts. Also ich werde Portugal jetzt beileibe nicht stärker machen. Vielleicht, wenn wir noch ein bisschen mehr belagern hier. Nämlich noch ein bisschen was aus dem Süden. Aber das können wir erstmal ein bisschen laufen lassen. Das ist ganz cool. Das ist ganz cool. Und währenddessen können wir uns vielleicht ein bisschen um die Entwicklung weiter kümmern hier. Um die Technik. Ja, da sind wir schon. Mensch, da fehlt nicht viel. 565 brauchen wir. Boah, noch 100 Punkte. Wo hole ich die jetzt her? Und hier brauchen wir auch 100. Okay. Dauert noch ein bisschen leider. Sehr schön. Darum geht es mir eigentlich, ne? Dass hier oben, dass wir das Geld nochmal mitnehmen. Sligo können wir dann auch später den Krieg erklären. By the way, wir können hier schon mal gleich wieder aufbauen. Ich weiß nicht, ob ich hier schon Korn kann. Nee, hat keinen möglichen. Uppala. Leinster müsste noch ein bisschen. Aber gut, wir können ja Ulster nochmal Anspruch machen. Nee. Lass mal laufen. So. Das ist schon in Ordnung. Hui. Man muss an so viele Sachen denken. Selbst solche kleinen Kriege. Dass man sich halt eben auch taktisch schon mal ein bisschen besser aufstellt. So, das läuft jetzt. Ich will den Krieg ja auch nicht zu lange laufen lassen. Denn ich würde ja ganz gerne zeitnah noch einen zweiten gegen Frankreich machen und dann einen ersten gegen Aragon. Portugal ist jetzt noch nicht so wichtig. Portugal kriegen wir früher oder später sowieso klein. Aber halt eben die starken, weil Portugal könnte sich auch, wenn es blöd läuft, mit Aragon verbünden. Oder mit Frankreich. Deswegen lieber erst die an denen wir dran sind, zerstören. Bevor wir uns an unseren Bündnispartnern heranwagen, ne? Was haben wir denn hier? Hilfe leisten? Ja, na klar, das Geld muss weg, ja. Ist ja klar, dass wir es nicht behalten können. So, Portugal macht das fleißig hier, sehr schön. Ich kann ja auch ein bisschen belagern, mein Gott. Ich glaube, so viel Verschleiß haben wir dadurch auch nicht. Dass halt ein bisschen vorwärts läuft. Sehr schön, Portugal, sehr stark. Ich könnte mir auch vorstellen, von Marokko noch ein bisschen was hier im Süden zu nehmen. Die Frage ist, wie komme ich weiter? Wie komme ich von hier aus weiter? Lemken ist ja nun wirklich heiß, ne? Osmanisches Reich, Marokko und Tugut, okay. Oh, man könnte dann nach ein paar Jahren. Ja, also jetzt so früh mit dem Osmanen schon in den Krieg zu gehen, ist wirklich nicht so prickelnd. Die Frage ist, müssen wir viel nehmen? Wir müssen ja nicht viel nehmen von Tlemcen. Wenn wir Anspruch fingieren auf Oida oder Dara, eine Provinz, also wir brauchen die Grenzprovinzen. Dann haben wir eine Grenzprovinz zu Tunesien, dann könnten wir Tunesien, eine Grenzprovinz zu Fezzan, beziehungsweise zu den Mamelucken. Ihr wisst, wie ich meine, ne? Und dann kommen wir weiter bei den Mamelucken und können hier uns frühzeitig nach Jerusalem vielleicht setzen. Das wäre so mein erster Plan. Und das Ganze noch vor 1500. Wenn ich ehrlich bin. Ansonsten, hier oben im Norden sehe ich jetzt wirklich keine Gefahr auf uns zukommen. Das dauert eh noch ein bisschen. Schottland will ich eigentlich nicht umgehen anzugreifen. Wir müssen ein bisschen hoffen, dass da. Das machen wir dann zusammen mit Frankreich. Schottland machen wir zusammen mit Frankreich. Im nächsten großen französischen Krieg. Das ist eben dann vielleicht, wenn wir Glück haben, 62. Wir sind halt mit Aragon verbündet. Ich hoffe mal, bis dahin hat Kastilien geschafft, seine Einheiten wegzuziehen. Ansonsten müssen wir hier oben noch jemanden erobern. Gut, wir machen ja gerade Anspruch, dass wir die Einheiten von denen wieder kriegen. Ich will keinen Krieg führen gegen Frankreich, Aragon ohne Kastilien, meine PU. Das ist ein bisschen bitter. Und Österreich und Portugal, so dicke sind die jetzt auch nicht da drin. By the way, wir haben auch die Gefälligkeiten mit Portugal verloren. Durch den Krieg gegen Marokko. Es ist, ihr seht ja, ne? Es gibt zu viele Baustellen. Zu viele Baustellen auf einmal. Es geht nicht darum, jetzt viel zu erobern. Es geht, wie gesagt, also flächendeckende Eroberungen sind für mich jetzt momentan gar nicht so von Relevanz. Ich muss jetzt nicht ganz Frankreich einnehmen, dass ich hier die ganzen Provinzen habe. Das dauert sowieso noch 100 Jahre. Viel wichtiger ist es mir,
wichtige Expansionsstützpunkte zu schaffen, dass wir in späterem Verlauf, wenn wir noch ein bisschen stärker sind, weil noch sind wir nicht so stark, auch mehr Einheiten uns leisten können und dergleichen, dass wir dann es einfacher haben, dort von dort aus dann eben dann zu streuen und dann mehr Fläche zu nehmen. Und ganz wichtig, die Großmächte, die es gibt, das ist der Osmane, das sind die Russen, die müssen wir alle noch bearbeiten. Ne? Wie gesagt, deswegen brauchen wir Schottland. Ich brauche Schottland nicht lowfieren. Klar bräuchten wir, glaube ich, für Great Britain. Ich guck mal ganz kurz. Lothian, Britische Reich. Aberdeen. Ach, wäre auch sehr schön. Okay, wir nehmen dann bloß Aberdeen und Sutherland. Die beiden sind günstig. 6 Entwicklung, 12 Entwicklung. Und da, über den Weg kommen wir nach Norwegen, Dänemark. Über Dänemark, Norwegen kommen wir nach Novgorod. Hier. Und darüber kommen wir nach Moskau. Und dann ist Moskau, das muss jetzt irgendwie alles parallel laufen, ne? Also man muss jetzt irgendwie, ich denke, der eine oder andere wird sich sagen, Bergi, was hast du vor? Was willst du in diesem Spielstand machen? Ich verrate noch nicht, wir gucken mal, wie weit es mich bringt. Erstmal ist jetzt wichtig Nordafrika, dass wir nach Asien kommen. Oh mein Gott. Ich weiß es ja nicht, ob es funktioniert. Es wäre so schön, wenn es in der 10. Staffel endlich funktionieren würde. Gut, wir machen mal fleißig weiter und gucken uns das hier gemütlich an, wie es weitergeht. Es ist Wahnsinn, es ist der pure Wahnsinn. Aber Spaß macht's ja. Es ist halt einfach mit Abstand mein Lieblingsspiel. Ich denke mal, ich hoffe mal, es kommt bei dem einen oder anderen ein bisschen durch. So, wir gehen mal auf die 4, wenn es euch nicht stört, dass wir in der Folge auf jeden Fall noch den Marokko-Krieg zu Ende kriegen. Marokko-Granada-Krieg. Das ist mir ganz wichtig. So. Ich glaube, wir müssen hier durch Feser noch durch. Wir müssen da noch durch. Marokko. Es ist halt wirklich nervig, wenn man immer wieder alles erobern muss. Es ist gut, wenn man den Gegnern, wenn man weiß, man will in 10, 15 Jahren nochmal Krieg führen, ist es sinnvoll, deren Festungen zu klauen. Also die Provinzen, in denen die Festungen stehen. Wie jetzt zum Beispiel Fez. Oder Marrakesch. Das ist wirklich sinnvoll. Ich glaube, hier hinten steht auch noch eine. Irgendwo hier war auch noch eine, glaube ich. Wayne. So, ich sollte mal vielleicht mich hier reinstellen. Dann belagere ich auch noch. Und dann kommen wir hier auch mal durch. Durch den Saftladen. Also, Fez mache ich jetzt. Marokko mache ich auf jeden Fall so weit, dass wir... Moment, wir gucken mal ganz kurz. Habe ich keinen? Ich habe wieder keinen. Sind wir da durch? Ja, da sind wir. Österreich sind wir durch. Es ist immer so spannend. Es macht auch immer so Spaß. So. Warum geht das nicht? Kann nicht ausgewählt werden, da England diese nicht zu einer Kernprovinz machen kann. Oh, fuck off. Scheiße. Mir fehlt eine Provinz, Kinder. Da geht mein Plan schon wieder zunichte. Warum kann ich hier hinten die Provinzen nicht nehmen? Auch nicht, ne? Sie wird nicht oder nicht von unseren Verbündeten kontrolliert. Probieren wir mal ein Stückchen. Was ist denn mit Portugal? Wo stehen die denn rum? Können wir mal ein Stückchen weitergehen, bitte? Portugal? Wie sieht's denn aus? Wow. Jetzt werden sie aber größenwahnsinnig. Die Marokkaner. So, Garnat. Ich kann mir nicht mal... Ich muss den Krieg noch weiterführen, Leute, leider. Ich muss den Krieg leider noch weiterführen. So, hier müssen wir mal kurz reparieren, die Schiffe. Ich wollte eigentlich nicht. Achso, wir kommen nicht wegen... Ach, da ist ja noch Fetz. Muss noch zerlegt werden. Ich wollte so viel machen, aber ich komme nicht ran. Das ist ja interessant. Ich kann nicht mal Granada kornen. Doch. Aber ich kann es jetzt nicht unabhängig machen. Dann muss ich jetzt aber. Ich muss jetzt... Ich
Ich muss jetzt was nehmen hier. Was ist denn, wie teuer? Was ist denn das? Damit ich weiter Ansprüche machen kann. Will ich jetzt gegen den Osmanen? Das ist ja die Frage, wo will ich Anspruch fingieren, um Krieg zu führen? Eigentlich Klempen. Marokko und Tugut verbündet. Da bin ich wieder mit Marokko beschäftigt. Das nervt. Wenn ich aber Marokko den Krieg erkläre, bin ich nur mit Granada. Granada ist jetzt vernichtet. Bin ich nur mit Granada und Klempen beschäftigt. Von wo aus kann ich aber hier... Ja, von hier. Das ist das Sinnvollste. Ich nehme die Ecke. Weil dann komme ich auch an den... Dann komme ich auch an den Kriegsgrund gegen Portugal, ne? Später. Puh, nervig ohne Ende. So. Leider, ich probiere aber noch eins. Ich probiere jetzt aber trotzdem noch, ob ich hier hinten rankomme. Das probieren wir jetzt noch. So viel Zeit muss sein. Fetz ist durch. So, und Portugal kann da weitermachen, wo sie aufgehört haben. Sehr gut. Wir verlieren leider auch Männer, ne? Das ist klar. Gut, du kommst nicht ganz ohne Verluste durch. Vielleicht schon, aber da bin ich auch ein bisschen blöd. Mach immer ein bisschen, auch mal ein bisschen Fehler. Aber Irren ist ja menschlich, ne? Die Folge geht wieder so lang. Wir kriegen den Krieg nicht zu Ende, liebe Leute. Ich möchte jeden Tag eine Folge hochladen und ich habe das ja ein bisschen zurechtgeschraubt, dass auch die Folgen entsprechend rendern und hochgeladen werden können. Deswegen nächste Folge morgen und dann gucken wir, was wir kriegen und wie wir weitermachen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. By the way, ihr könnt da oben Anspruch fingieren. Macht's gut. Ciao, ciao.